Willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview. Und ja, heute haben wir zu Gast die Marie. Und ich würde sagen, stell dich am besten erstmal ganz kurz vor, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst. Ja, Familienstand. Hallo. Ja, hallo, ich bin die Marie, ich bin 31, komme aus der Nähe von Bonn, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und bin Vollzeit berufstätig. Okay. Ja, und diesmal in diesem Interview gehen wir das Ganze mal chronologisch durch. Das heißt, erzähl mal, wie war so deine Vergangenheit, wie hat das Ganze, ich sag mal, die ganze Diätgeschichte, Abnehmgeschichte so bei dir angefangen, wie war das mit 15, 16, 17 Schulabschluss, warst du schon immer übergewichtig oder warst du mal sehr, sehr schlank? Nein, also schlank war ich nicht, ich war immer schon übergewichtig. Und ja, ich habe mich auch nie wohlgefühlt und ich wollte immer abnehmen. Und dann hat man dann immer, ach, da gibt es da gerade da die Trenddiät, dann hat man die Diät gemacht. Und dann ging das immer mehr nach oben, mein Gewicht eigentlich im Endeffekt. Dann hatte ich mit Mitte 20... Wie viel wuchst du so mit Anfang 20? Und wie groß bist du für die Zuschauer? Ich bin 1,75 circa groß. Ja. Mit Anfang 20, ja, hatte ich schon so immer so um die 90 mal 100 Kilo immer gehabt. Mhm. Habe dann mit einer Crash-Diät, mit einer sehr ungesunden... Welche? Ich war jeden Tag im Fitnessstudio, habe jeden Tag eine Stunde nur Crosstrainer gemacht. Ja. Und habe mich nur von Trockenbrot und Suppe ernährt und Zitronenwasser. Also eine Quest steht so auf eigene Faust, ja, eigene genau. Strategie. Ja, habe dann 30 Kilo in, ich glaube, 4, 5 Monaten abgenommen. Ui, ja. Und die hatte ich natürlich dann mit ein bisschen mehr ganz schnell wieder drauf gehabt. Ja, das hat sich dann so ein paar Jahre immer so hin fortgezogen, mal mehr, mal weniger. Dann habe ich ja zwei Kinder gekriegt und schon mit der zweiten Schwangerschaft habe ich gemerkt, so, es muss jetzt mal ein Ende sein, auch gesundheitlich. Ich fühle mich nicht wohl, ich habe mich nie wirklich akzeptieren können, auch in meinem Körper nicht. Mhm. Und habe dann gesagt, sobald mein zweiter Sohnemann da ist, wird es jetzt in Angriff genommen und ich möchte einen Weg für mich finden, mit dem ich auch leben kann, also eine neue Lebensernährungseinstellung. Mhm. Wie alt warst du dann, als dein Sohn auf der Welt war? Da war ich 27, da kam mein zweiter, genau. Okay, und wie viel Kilo wuchst du dann ein paar Monate nach der Schwangerschaft? Ich hatte das Höchstgewicht nach der Schwangerschaft 125 Kilo. Okay, und da bist du mir auch noch nicht auf Instagram gefolgt. Nein. Okay, und wie ging es dann weiter für dich? Ja, ich habe dann versucht, halt mit der Geburt von meinem Sohn so langsam abzunehmen und mich auch ein bisschen sportlich zu betätigen. Bin aber jetzt nicht nach draußen gegangen. Ich habe dann so im Wohnzimmer, am Fernseher irgendwelche Step-Videos oder so gemacht. Also fand ich zu dem Beginn ganz interessant. Und habe dann nach einem halben Jahr 10 Kilo runter gehabt und habe mir dann einen Coach auch zugelegt gehabt, den ich ein Jahr hatte und habe mit dem auch 20 Kilo abgenommen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es nicht das war, wo ich sagen kann, das kann ich mein Leben lang umsetzen. Was, also von wie viel Kilo auf wie viel Kilo habt ihr da gemeinsam abgenommen? Also mein Tiefstgewicht mit dem Coaching waren, ich glaube, das Tiefstgewicht war zwischen 91 und 93 Kilo. Okay, und wie war das, ein Trainer vor Ort, online? Das war einer vor Ort. Okay, und was habt ihr da gemacht, um Gewicht zu verlieren? Was hat dir da nicht gefallen? Also wir haben auch die Ernährung umgestellt und haben mich auch angeführt an regelmäßig Sport. Mhm. Und da habe ich auch so meine Leidenschaft so ein bisschen zum CrossFit entdeckt, ja, was ich auch noch ab und an gerne mache. Und ja, das hat so gepasst, aber ich hatte, also für mich persönlich war so das Gefühl, ich muss immer auf irgendwas verzichten oder ich darf das nicht mehr essen oder das war nicht so das Wahre, wo ich gesagt habe, ja, das ist es und das kann ich jetzt ein Leben lang machen. Wie habt ihr das denn gemacht? Also habt ihr Kalorien gezählt oder hat er feste Vorgaben gemacht oder hat er gesagt, also ich das und das darfst du essen, das nicht oder das kannst du morgens essen, das kannst du mittags essen? Wie war das? Also ich hatte schon einen Plan gehabt, was ich halt morgens und so essen kann. Mhm.
Aber ich hätte, also ich habe das auch individuell mal ein bisschen immer anpassen können. Aber ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eigentlich auch nicht so die Kontrolle über mich selber oder auch diese Einsicht oder dieses Wissen ein bisschen vertieft, dass ich sagen kann, das ist es jetzt. Also das war nicht so. Es hat mir geholfen. Ich habe auch viele Dinge dabei gelernt, aber es war nicht so das Ausschlaggebende. Okay, das heißt, dann nach einem Jahr war das Coaching vorbei. Ja. Und wie ging es da weiter? Ja, ich habe es halt dann versucht, selber dauerhaft weiter zu behalten, so die Ernährung, aber das hat halt nicht so geklappt. Und dann habe ich, ja, letztes Jahr hat es dann so ab Mitte des Jahres wieder so, es ist komplett eingerissen. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt eigentlich, was du machen musst, du kennst die Basis und du bist ja nicht doof. Du kannst es und habe mir dann wieder so einen Plan gemacht, weil ich mittlerweile auch so ein Planmensch bin. Ich plane mir immer für eine Woche das Essen und danach gehe ich auch einkaufen oder mein Mann geht einkaufen. Und ja, dann war das halt so, dass ich dann nach 3, 4 Tagen irgendwie immer auf die Waage gegangen bin und habe irgendwie den Effekt nicht gesehen. Und dann dachte ich mir mal, ja, gut, dann ist es ja eh schon wieder gelaufen. Oder wenn ich dann mal so einen schlechten Tag hatte, wo ich halt ein bisschen mehr gegessen habe. Dann war das für mich schon so wieder so, okay, Marie, du bist doof, du hast versagt, das geht nicht, kannst du schon wieder sein lassen. Und bin dann Ja. total eingerissen. Okay, das heißt, du hast wieder zugenommen. Ja. Bis wie viel Kilo? 106,5. Okay, Ja. das war ja auch so unser Startgewicht. Genau, ja. Okay, das heißt, das war dann der Zeitpunkt, wo du dich beworben hast. Ja, also ich habe ja dann zugenommen bis zu diesen 106,5 Kilo und ich war. Ich will jetzt nicht sagen, ich war deprimiert, aber ich war halt schon in mich gekehrt. Ich habe mich auch zurückgezogen und ich habe gesagt, das kann es doch nicht sein. Ich habe ja eigentlich dir, eigentlich weißt du, was du machen musst und eigentlich ist es ja umsetzbar, aber irgendwas fehlt. Ich brauche jetzt die Unterstützung von außerhalb, wo ich sagen kann, aber eine dauerhafte Umstellung, mit der ich auch mein Leben lang damit leben kann und das auch mein Leben lang umsetzen kann. Ja. Ja, und da bin ich dann auf dich gestoßen. Okay, das heißt dann über Instagram ist wahrscheinlich. Zu dem Ja. Zeitpunkt habe ich das ja auch nur Instagram gehabt. Ja, ich bin dir aber auch ziemlich lange gefolgt. Ich habe mir so gedacht, boah, ja. Was hat Ja. dich skeptisch gemacht? Mich hat eigentlich nichts skeptisch gemacht. Ja. Ich war halt so ein stiller Nicht-Influencer. Ich war so ein stiller Instagram, der einfach Okay. mal nur beobachtet hat und geguckt hat. Ja. Ja. Und was war dann der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt bewerbe ich mich? Oder was hat dich überhaupt abgehalten, dass du nicht sofort gesagt hast, jetzt bewerbe ich mich? Mein Stolz zu mir selber, weil ich ja eigentlich die Dinge weiß oder ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich wusste es, wie ich es richtig umsetzen kann, nur dass ich einfach, ich weiß nicht, zu faul oder zu doof bin, das umzusetzen. Das hat mich so ein bisschen zurückgehalten. Okay, und dann hast du aber irgendwann gesagt, jetzt mache ich's. Ja, ich habe gesagt, es muss jetzt sein, weil sonst werde ich immer irgendwie mich zurückziehen und nicht, und das will ich nicht. Ich will einen Weg finden und ich will mich gesund ernähren und ich möchte gesund sein und einen gesunden Körper haben und ich hole mir jetzt die Hilfe. Ja, okay. Und hattest du irgendwelche Erwartungen, bevor wir jetzt zusammengearbeitet haben, dass du schon im Kopf hattest, okay, das und das? So stelle ich mir die Zusammenarbeit vor, oder war das so, okay, ich bewerbe mich und ich schaue einfach mal, was der Jan mir da so erzählt? Ja, so Vorstellungen direkt hatte ich nicht. Mein Wunsch war halt nur, dass du mir einen Weg zeigst oder mich unterstützt in einem Weg, der für mich machbar ist und der wo für mich auch alltäglich ist in meinem Alltag. Und sonst war ich da offen und unverblümt drauf. Okay, und warst du skeptisch, weil das jetzt, ich meine, du hattest ja vorher Erfahrung damit jemandem, Trainer vor Ort, diesmal war es online, warst du da skeptisch, ob das so funktioniert oder war das für dich so, ja, okay, heutzutage macht man das eben auch online? Also skeptisch war ich nicht. Ich hatte eher so das Handicap, frei zu reden mit jemandem über einer Kamera erstmal, weil das für mich immer noch so spooky ist manchmal. Ja. Ja. Oder auch in den Live-Calls dann da erstmal so reinkommen Ja. und dann mit den allen da so von Angesicht zu Angesicht über Video irgendwie sprechen. Das war eigentlich eher so der Knackpunkt für mich. Ja, Ja. okay. Gab es Zweifel an
also bevor wir zusammengearbeitet haben oder auch vielleicht zu Beginn der Zusammenarbeit, Zweifel an dir oder an mir, dass das klappen könnte? Nein. Ganz klar nein. Keine Zweifel? Nein. Auch nicht zu Beginn? Nein. Ja, wie ja, kam, wie, warum nein. Warum warst du dir so sicher? Weil ich mich bewusst dazu entschieden habe, dich ins Boot zu holen oder dich anzuschreiben. Und ich wollte ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach eine Veränderung für mich haben, eine dauerhafte Veränderung, um ja auch glücklicher zu sein und ja auch ein bisschen freier zu sein im Leben. Weil ich mich doch immer sehr, wenn ich ernährungstechnisch einen schlechten Tag hatte, dann habe ich mich auch in so ein Schneckenhaus zurückgezogen und alles, also was ich eigentlich nicht bin. Ja, okay. Und jetzt hast du gesagt, du hast dir dann quasi so, oder deine Erwartungen waren an die Zusammenarbeit, dass du dann, ich sag mal, einen flexibleren Weg findest, als vielleicht noch in der Vergangenheit. Wurden die Erwartungen, ich sag mal, erfüllt? Total. Oder was sind so Dinge, die dir gut gefallen haben? Also, was mir richtig gut gefallen hat, das kann ich einfach nicht vergessen, das war so die erste Woche auch, ich hatte immer so Angst vor Kohlenhydrate und ich hatte ja am Anfang dich gebeten, dass ich so ein bisschen einen Ernährungsplan kriege, damit ich erstmal so in eine Linie reinkomme und dann stand da auf einmal Brot und Kartoffeln und Wraps drin und ich habe es dann zubereitet und saß dann vor dem Essen und dachte mir, das kann es doch nicht sein. Und dann hattest du mich nach der ersten Woche gefragt, wie es mir gegangen ist. Und ich habe gesagt, naja, so als ich da so Brot auf dem Teller hatte und die Kartoffeln und so, da habe ich schon kurz innegehalten. Und als du dann gesagt hast, ja, was hast du gemacht? Sag ich, naja, du wirst schon Ahnung haben, was du da tust. Ich esse es jetzt einfach mal. Und das ist dann so angelaufen. Also ja, meine Angst vor gewissen Lebensmitteln, die ich vorher halt auch hatte durch mein, ja, ich will es mal sagen, 0815-Wissen und auch die Angst, woanders hinzugehen oder außerhalb wieder essen zu gehen oder auch mal in den Urlaub zu fahren, die war dann weg. Also das ist mit dem Laufe der Zeit gekommen. Mhm. Okay, was waren denn so deine Vorurteile am Anfang, wenn du jetzt gesagt hast, dass du versuchst, offensichtlich Kohlenhydrate zu meiden, Brot versuchst zu meiden, Wraps nicht gegessen? Gab es noch andere Dinge, die du jetzt vielleicht jetzt wieder machst, die du vorher aber nicht gemacht hast, aus Angst, dass die dir quasi deinen Erfolg zunichte machen? Ja, also ich habe mir eine Zeit lang komplett Süßigkeiten gestrichen, also was Süßes, manchmal brauche ich einfach was Süßes. Jetzt kann ich das auch essen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Und was ich jetzt auch besser kann, ist, dass gerade solche Dinge wie Schokolade oder auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Gin, dass ich halt auch sage, okay, ich trinke das und ich kann dann ab einem gewissen Punkt auch wieder aufhören. Und das konnte ich vorher nicht. Ich habe immer weiter gemacht. So, ja. Ja, ja, okay. Und ja, wir haben jetzt quasi von 106,5 sind wir gestartet. Wann war das genau? Weißt du es? Mitte, Ende Dezember letztes Jahr. Genau, und jetzt bist du bei 78,5 so im Schnitt. Pi mal Daumen. Mal mehr, mal weniger, deine Schwankungen sind ja relativ stark. Und ich sag mal, es wird ja auch jetzt mit der Gewichtsabnahme nicht leichter. Ich meine, die 80 Kilo ging relativ schnell, jetzt merkt man so langsam, jetzt ist es nicht mehr so einfach und es ist nicht so, dass alles immer perfekt läuft. Manche Zuschauer denken so, wenn wir da reden, dass alles hundertprozentig perfekt läuft und alles wie von selber. Und natürlich gibt es auch immer mal kleine Rückschläge oder Probleme oder auch Schwierigkeiten, wo man dann eben gemeinsam schauen muss, wie da eine Lösung aussieht. Was würdest du sagen, was hat dir so am meisten geholfen in der Zusammenarbeit? Gibt es da was? Ja, also dass es nicht schlimm war, wenn ich jetzt auch mal einen schlechten Tag hatte, dann hast du oder Anja auch gesagt, okay, Haken setzen, weitermachen. Mhm. Am Anfang habe ich mich da immer noch so ein bisschen sehr zerfleischt immer. Aber das ging dann ganz gut. Und was mir halt auch gut geholfen hat, ist, dass halt nicht nur die Ernährung und halt die Aktivität oder der Sport gesehen worden ist, sondern auch wirklich das Ganze drumherum. Also wie du immer so schon sagst, das Mindset gehört damit dazu. Und das hat einfach so alles abgerundet und dass sie auch immer erreichbar war und man konnte immer schreiben. Oder wenn man dann kurz davor war, jetzt wieder so, weil man so einen schlechten
Input hatte, sozusagen, oh, ich habe jetzt Hunger, und dann hat man euch geschrieben, boah, ich könnte jetzt essen, und dann kam immer nur, nein, lenk dich ab, geh spazieren, mach das, und dann habe ich das dann auch immer gemacht, und dann war das im Großen und Ganzen, konnte ich das eigentlich immer relativ gut abfangen. Gibt es so eine größte spezielle Erkenntnis aus der Zusammenarbeit? Muss nicht. Das ist so viel, dass alles machbar ist. Also wenn man das möchte und wenn du was verändern willst, und dran arbeiten willst, dass alles irgendwie möglich ist. Was würdest du denn sagen? Was sind so, ich sag mal, an vielleicht jemanden, einen Zuschauer, der jetzt vielleicht selber bei 105 Kilo steht, was würdest du der Person sagen? Was sind so die Voraussetzungen, die die Person mitbringen sollte, damit die Zusammenarbeit Erfolg hat? Also zum einen muss man das wollen. Man muss aber auch aktiv werden. Also man muss auch aktiv Dinge umsetzen und aktiv Dinge verändern wollen. Und die aber auch dauerhaft und langfristig verändern wollen. Und Dinge aber auch Dinge offen gegenüber sein, die man auch wirklich langfristig in seinem Leben, in seinem Alltag umsetzen kann. Und nicht nur, ich mache das jetzt mal 5, 6 Monate und dann lasse ich das wieder einreißen. Und was war denn für dich jetzt so die Motivation, warum du oder warum es dir anscheinend nicht schwerfällt, die Dinge umzusetzen? Ich habe total Spaß dran. Also mir macht das alles total Spaß. Mir macht das Essen Spaß, mir macht die Bewegung Spaß. Ich bin ein totaler Meal Prep-Fan. Also ich mache ja durch meine Kinder und die ganze Arbeit, ich koche immer alles vor. Ich habe da total Spaß dran. Ich weiß dann, was ich rausnehmen muss. Sport ist für mich jetzt nicht nur ein, oh Gott, du musst jetzt Sport machen 3-mal die Woche, weil das zum Abnehmen dazugehört oder du dich bewegen musst, sondern ich habe das so integriert, das ist für mich mittlerweile meine Auszeit, meine persönliche Auszeit, und da kann ich abschalten, und ob ich jetzt mal CrossFit mache oder ob ich Krafttraining mache oder ob ich nur spazieren gehe oder ob ich joggen gehe, das ist mir dann in dem Moment egal. Ich mache das einfach, worauf ich Spaß habe. Ja, war das schon immer so oder kam Nein. das? Also früher war ich Couch Potato Nummer 1. Ja. Nicht zu viel bewegen, bloß nichts Aufzug nehmen anstatt die Treppen. Und es hat sich in meinem kompletten Abnehmverlauf in den letzten 4 Jahren hat sich das verändert. Und jetzt ist es aber so, dass ich halt wirklich, ich merke schon, wenn ich jetzt so den zweiten Tag und wenn ich nur mal nicht spazieren gegangen bin, also nur mal das Spazierengehen, wenn ich da nicht unterwegs war, dann werde ich immer schon so, oh, du musst dich jetzt bewegen, du musst jetzt was machen. Und ja, also. Okay, und du hast ja ganz am Anfang gesagt, du hast zwei Kinder. Wie alt sind die? Der Große ist 8 und der Kleine ist 4,5. Okay, und du arbeitest jetzt nicht während der ganzen Zusammenarbeit, aber jetzt auf jeden Fall wieder Vollzeit. Nee, die ganze Zeit schon. Echt? Ja. Aber es war eine andere Arbeit. Ja, ich habe die nur gewechselt, Da die warst du Jobs. öfter zu Hause, aber Ja. wegen Corona. Stimmt, okay. Ich meine, viele sagen, okay, ich habe zwei kleine Kinder und dann noch Beruf. Wie soll ich da jetzt noch auf meine Ernährung achten? Die essen ja auch alle was anderes und da die Kinder essen was anderes, das kriege ich relativ häufig zumindest von den Leuten oder zu hören. War das für dich auch so eine Schwierigkeit? Zu Beginn ja, aber ich muss da gestehen oder auch sagen, ich habe einen Mann, der mich in allen Lebenslagen unterstützt, der ja da auch ein bisschen mit dabei ist und die Dinge mit mir gemeinsam umsetzt, sodass es eigentlich gar kein Problem ist oder dass es da keine Schwierigkeit gibt. Und was ich auch noch mache, wenn es um die sportliche Aktivität geht, ich plane mir die Zeit ein. Also am Wochenende stehe ich halt dann. Hätte ich früher auch nicht gemacht, halt mal eine halbe Stunde früher auf und gehe dann halt im Wald joggen, bevor die Kinder halt dann aufstehen, und dann bin ich halt schon fertig, wenn die dann wach durchs Haus hopfen. Wenn wir jetzt nochmal so aufzählen, die Dinge, die du vorher gemacht hast, also dass du eine Quersteht mit Brot und Suppe gemacht auf eigene Faust und dann kam der Coach oder hast du noch andere Diäten gemacht? Weight Watchers? Nein, also Weight Weight Watchers Watchers nicht. nie. Also ich habe halt immer versucht, entweder Low Carb oder Logi-Methode habe ich auch mal Oh, die ausprobiert. Ich weiß kenne nicht. ich Da nicht. wird versucht, der Blutzuckerspiegel konstant zu halten, aber auch eher in die Richtung Low Carb geht das schon mehr, wenn man die Rezepte Okay, und geht. was würdest du sagen, warum hat es jetzt diesmal
funktioniert bis hierher. Also du hast ja jetzt quasi 27 Kilo, 28. 28 Kilo verloren. Ja, weil ich auf nichts verzichten muss. Ich kann alles essen. Ich kann auch, ja, Außenstehende sagen, normale Lebensmittel essen. Und ich muss auf nichts verzichten. Würdest du das Coaching ausnahmslos jedem empfehlen oder gibt es Personen, wo du sagen würdest, nee, denen würde ich es eigentlich gar nicht empfehlen? Vielleicht hätten die es zwar nötig, aber denen würde ich es nicht empfehlen. Ja und nein. Also ja, also man kann, also ich kann es nur jedem empfehlen, aber unter der Voraussetzung, dass man es halt auch, man möchte eine Veränderung, man will es und man will aktiv etwas verändern und man möchte sich auch aktiv seine derzeitige, ja, Lebenseinstellung, Ernährungseinstellung auch umstellen, dauerhaft. Nur dann bin ich der Meinung, kann es auch wirklich funktionieren, weil jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Coaching und nehme ab und lass mich berieseln, das macht keinen Sinn. Also man muss auch sich aktiv mit beteiligen. Ja, das finde ich auch wichtig. Also viele denken dann, ja, jetzt kaufe ich mir ein Nein. Coaching und die machen das dann schon, aber es ist natürlich Ja. mindestens, wahrscheinlich auch mehr als 50% liegt schlussendlich beim Kunden. Natürlich würde ich sagen, es hilft schon vielleicht deutlich mehr, als sich mancher vorstellen kann. Auch allein, dass man einfach weiß, da ist eine Person, die mir quasi so den Weg vorgibt und sagt, was man jetzt am besten tun soll und die auch irgendwo einen mental unterstützt. Aber letztendlich muss man auch selber auch bereit sein, einen anderen Lebensstil zu führen. Und das ist ja das, was einem schlussendlich notwendig ist. Das heißt, die Marie, die 125 Kilo wog, war mit Sicherheit in der Denkweise und der Einstellung zu Ernährung und Aktivitäten eine ganz andere als die Marie mit 78 Kilo. Marie 2.0. Also ich habe das Gefühl auch, dass ich ein neuer Mensch bin. Also ich habe eine ganz andere Lebenseinstellung. Ich bin viel entspannter und ich bin einfach in allen Dingen positiver auch. Ja, und abschließende Frage, du bist jetzt 1,75, 78 Komma auf der Waage. Was ist jetzt so dein Ziel, wo du noch hin möchtest langfristig? Also langfristig möchte ich mich auf der 75 einpendeln. Und es sind ja nur noch 3 Kilo. Die werde ich hoffentlich demnächst erreichen. Und danach will ich mich da so in dem, ja, also wenn es noch 1, 2 Kilo weniger werden, ja, aber weniger dann auch nicht. Weil Du ja so, auch ganz gut trainiert bist. ja, genau. Ja, die Haut vielleicht dann noch. Ich habe ein bisschen viel Haut jetzt im Überschuss, die dann noch so nach und nach vielleicht wegmachen lassen. Und dann bleibe ich so, wie ich jetzt schon fast bin und trainiere weiter fleißig. Ja, okay, gut. Ja, mehr Fragen stelle ich auch nicht. Okay, ja, dann danke erstmal fürs Interview und dass du überhaupt Gerne. den weiten Weg von Bonn nach Gerne. Hannover auf dich genommen hast. Und wenn du jetzt Zuschauer sagst, okay, ich sehe mich irgendwo wieder und ich habe vielleicht auch schon einiges probiert auf eigene Faust, aber es hat bisher nie geklappt und ich suche einfach einen Weg, der für mich langfristig funktioniert und ich suche kein nächstes Diätprogramm, was vielleicht für das nächste oder für die nächsten 3, 4 Monate funktioniert, sondern wirklich ja eine nachhaltige Lebensumstellung, nur ich kenne den Weg eben nicht, dann gerne kostenlos Erstgespräch unter janbarmann.de und dann schauen wir uns ganz unverbindlich und kostenlos auch mal deine Situation an und schauen, wie wir dich über die nächsten 4, 6, 8, 12 Monate an dein Ziel bringen können. Bis zur nächsten Folge.